Glück auf und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, heute geht es um die Gezeiten, besser gesagt um Ebbe und Flut. In diesem Abschnitt des Buches widmen wir uns dem faszinierenden Phänomen von Ebbe und Flut. Zunächst werden wir die Orte erkunden, an denen dieses Naturschauspiel besonders ausgeprägt ist. Anschließend werden wir uns mit der Häufigkeit und Regelmäßigkeit dieses Phänomens befassen. Legen wir los. Ja, die Karte hier im Bild veranschaulicht die Ebbe und Flut in den Ozeanen und Küstengebieten und verwendet farbliche Darstellungen, um die Amplitude in Metern zu verdeutlichen. Also rot stark, grün und blau relativ wenig. Im Folgenden habe ich mir die Freiheit genommen, die Texte zu übersetzen und dann anzupassen. Ansonsten würde das Video wahrscheinlich eine halbe Stunde gehen. Und ja, so können wir das ein bisschen reduzieren, ohne dabei irgendwas inhaltlich zu verfälschen. Das Ebbe- und Flutphänomen. Das Ebbe- und Flutphänomen resultiert aus dem elektromagnetischen Mondfeld, abhängig von der Sonnenposition. Der Meeresspiegel steigt etwa 6 Stunden und einige Minuten an, verharrt 10 Minuten und zieht sich gleich lang zurück, begleitet von kurzer Stagnation, so ähnlich wie beim Atmen. Dies geschieht regelmäßig, variiert in Stärke und zeigt sich in einigen Orten ausgeprägter. Die Bewegung beginnt im Osten und folgt dem Mond. In Buchten variiert die Geschwindigkeit. Die Mondphasen und der Mondmeridian beeinflussen die Intensität, wobei Neumond und Vollmond den stärksten Einfluss haben. Das erste und letzte Mondviertel sowie die Tage davor und danach sind unregelmäßig und dauern je 3 Tage. Die Unregelmäßigkeiten treten zweimal im Mondmonat auf. Danach kehrt die Strömung zu einer gemäßigten Geschwindigkeit zurück. Während einer Konjunktion erleben wir eine größere Bandbreite an Gezeitenaktivität, während die Strömungen während einer Quadratur schwächer sind oder abhängig von barometrischen Bedingungen und Küstengestaltung unregelmäßig sein können. Ebbe und Flut und die großen Tiefen. Die Tiefen der Ozeane in Küstennähe korrelieren mit der dortigen Gezeitenaktivität. Tiefere Bereiche zeigen größere Aktivität, flachere weniger Aktivität. Dieser Zusammenhang erstreckt sich bis zu den Küstengebieten. Tiefere Ozeane sind verantwortlich für die breite Gezeitenaktivität, lokal oder weitläufig, besonders an tiefen Stränden. Die Gezeitenerscheinung beruht auf dem Einfluss von Elektromagnetismus und Frequenzen auf das diamagnetische Wasser. Ja, diamagnetisch bedeutet in der Physik, wie sehr ein Objekt oder ein Stoff auf ein magnetisches Feld reagiert oder eben widersteht. In dem Fall reagiert Wasser schwach, aber es reagiert. Kosmische Energie durchdringt die Erde, erschafft Mond und Sonne am Äther und beeinflusst die tiefen Ozeane stärker aufgrund der Nähe zur Quelle. Das hat man in den vorgehenden Teilen schon mal, wie die schwarze Sonne unten ja, diese Magnetfelder oder diese elektromagnetischen Felder kreiert. Und in den tiefen Ozeanen sind sie einfach näher an der Quelle und dadurch ist ja, der Einfluss auf das Wasser dort um einiges stärker. Periodizität und alternierende elektromagnetische Gezeitenzonen. Ja, an dieser Stelle möchte ich jeden bitten, das Wort Periodizität 5-mal hintereinander schnell aufzusagen. Wer das gemacht hat, schreibt das Wort bitte in die Kommentare. Periodizität und alternierende elektromagnetische Gezeitenzonen. Küstengebiete erleben zweimal täglich Ebbe und Flut im Einklang mit dem Mond. Mondphasen beeinflussen die Gezeitenintensität, wobei Voll- und Neumond die höchsten Pegel erreichen, während erstes und letztes Mondviertel geringere Auswirkungen haben. Die Mondphasen korrelieren mit der Position von Mond und Sonne in den Sternbildern. Ein lunarer Tag dauert 24 Stunden und 52 Minuten, wobei der Mond einen vollen Kreis in einer spiralförmigen Bewegung vollendet. Flut tritt unterhalb und gegenüber dem Mond auf, Ebbe in benachbarten Gebieten. Die Erde ist in 4 Quadranten aufgeteilt, in denen elektromagnetische Kräfte zwischen Mondlinie und kosmischer Strahlung alternierend wirken. Gebiete unterhalb und gegenüber dem Mond erleben hohe Gezeiten und Wasserstände aufgrund elektromagnetischer Abstoßung, während benachbarte Gebiete niedrige Wasserstände aufgrund elektromagnetischer Anziehung haben. Elektromagnetisches Verhalten der Gezeiten.
Das elektromagnetische Verhalten der Gezeiten entsteht durch die spiralförmige Bewegung des Mondes, die ein sinusförmiges Feld erzeugt. Dieses Feld übt eine anziehende oder abstoßende Kraft auf das Wasser aus und zeigt eine regelmäßige Frequenz und Periodizität. Die Mondphasen, die die Phänomengröße beeinflussen, hängen von der relativen Position von Sonne und Mond in den Sternbildern ab. Während Konjunktionen eine starke Wirkung haben, ist sie bei Quadraturen schwächer. Das bedeutet, dass die kosmische elektromagnetische Frequenz, die das Wasser beeinflusst, maximiert wird, wenn Sonne und Mond in einer Linie stehen. Das Phänomen wiederholt sich alle 12 Stunden und 25 Minuten mit einer Frequenz von 2 an einem lunaren Tag. Das sinusförmige Feld führt zu elektromagnetischen Verhalten der Gezeiten mit lokalen Höchst- und Tiefpunkten der elektromagnetischen Kraft, die auf das Wasser wirkt, was zu Flut und Ebbe führt. Tiefes Wasser im Ozean wird stärker beeinflusst, was Küstengebiete in der Nähe tiefer Meeresgebiete eine breite Gezeitenaktivität erleben lässt. Flache Küstenregionen hingegen sind weniger betroffen. Das elektromagnetische Phänomen wird durch kosmische Energie von unten und den Mond verursacht und erneuert die ursprünglichen Bedingungen der Meeresmassen und Küstengebiete. Einfluss der großen Tiefen. Ja, auf dieser Karte sehen wir die riesigen Tiefen der Meere, die die nahegelegenen Küstengebiete beeinflussen und dort lokal hohe Gezeitenaktivität erzeugen. Das Gezeitenphänomen mag kompliziert erscheinen, ist aber in Wirklichkeit nicht so schwer zu verstehen. Um das Phänomen der Gezeiten vollständig zu durchdringen und zu erklären, werden wir auf den folgenden Seiten einige Beispiele mit Karten sehen. Dabei werden wir die extreme Tiefe des Meeres betrachten und identifizieren, wo sie für den großen lokalen Aktivitätsbereich verantwortlich ist, wenn der Mond diese Gebiete in verschiedenen Phasen passiert. Gleichzeitig werden wir sehen, was in anderen fernen oder nahegelegenen Gebieten geschieht und den Grund für die Intensität des Phänomens erklären. Mit anderen Worten, wir werden eine Übersicht über die Gezeitenzonen und das elektromagnetische Feld durchführen, das selbst eine Folge des Mondes ist. Ja, kommen wir zum ersten Beispiel. In unserem ersten Beispiel zieht der Mond über Asien hinweg, wie auf dem Bild zu sehen ist. Der Mond ist ein Ergebnis von Elektromagnetismus und Ionisation und trägt das Maximum des elektromagnetischen Feldes, das ihn erschafft. Wie wir zuvor gesehen haben, entsteht dadurch eine Frequenz und Periodizität in der Veränderungsrate des Einflusses dieses Feldes auf die Wassermassen. Der Mond in unserem Beispiel ist voll. Und genau wie bei Neumond sind dies die Bedingungen, die das Phänomen am meisten begünstigen. Wenn der Mond auf einem Kurs weiter südlich und näher am Breitengrad des tiefen Indischen Ozeans wäre, hätten wir eine noch stärkere Gezeitenwirkung, da das oszillierende vertikale elektromagnetische Feld näher an diesen Tiefen liegen würde. Ja, hier sehen wir im Indischen Ozean das Relief der Tiefe, das hauptsächlich die Küsten Nordaustraliens, hier im Bild Nummer 1, oder den Golf von Thailand, hier Nummer 7, stark von Gezeitenaktivität betroffen macht. Weniger betroffen sind die Küsten der Bucht von Bengalen, hier im Bild die Nummer 2, oder Westaustraliens, hier die Nummer 8. Während einige große Tiefen nördlich von Neuseeland die dortigen Küsten beeinflussen, siehe Nummer 3. Indien von Osten 4 hat keine großen Gezeitenunterschiede, weil dort das Wasser relativ flach ist, während es im Westen Nummer 5 aufgrund des riesigen Meeresgrabens, der sich zum Zentrum des Indischen Ozeans Nummer 6 bis dorthin erstreckt, sowie zweier großer Kraterlöcher auf dem Meeresboden dort große Gezeitenunterschiede gibt. Generell handelt es sich bei den sehr hellen Bereichen auf der Mondkarte um riesige Tiefen im Ozean. Wenn diese Punkte nahe an einigen Küsten liegen, beeinflussen sie diese am stärksten im Bereich der Gezeitenaktivität. Also umso tiefer die Tiefen, die Löcher im Ozean oder die Krater im Ozean, umso stärker ist das Gezeitenphänomen. Ist hier am Bild ganz gut zu erkennen. Ja, wer hat noch Bock auf ein zweites Beispiel? Ich. Ja, in diesem Beispiel haben wir den Mond nördlich des Äquators über Nordwestafrika bis hin zur Westsahara. Erneut betrachten wir die Phase des Vollmonds, bei der wir, wie beim Neumond, die größte Ausdehnung und Verbreitung des Phänomens haben. Im Fall des Vollmonds steht die Sonne den Konstellationen gegenüber und wir haben eine Ausrichtung. Auch beim Neumond haben wir eine Ausrichtung, da sich die Sonne in derselben Konstellation wie der Mond befindet. Dies scheint die Entwicklung des Phänomens zu fördern, da wir die maximalen Aktivitätswerte haben. Während der Mond von Ost nach West zieht,
Der Pfeil zeigt die Tangente seiner Umlaufbahn an dieser Stelle. Nimmt er die Gezeitenzonen mit, wo sie die Wassermassen an verschiedenen Orten unterschiedlich beeinflussen. Das Land ist in vier Quadranten unterteilt. Der untere Quadrant unter dem Mond und antidiametral gegenüber dem magnetischen Nordpol weist hohe Wasserstände und Flut auf, während die anderen beiden benachbarten Quadranten niedrige Wasserstände und Ebbe haben. Hier sehen wir, dass die Seegebiete des Atlantischen Ozeans, die auf der europäischen Seite oder in Alaska liegen, zu dem bestimmten Zeitpunkt zu den Quadranten mit hoher, mit hohem Wasserstand gehören, 1 und 3, während die atlantischen Gebiete auf der westamerikanischen Seite ein Niedrigwasser haben. Hier zu sehen bei Nummer 2. Es scheint, als ob die supertiefen Tiefen der Ozeane entweder als Unterwasserquellen oder als Wirbel wirken und ihre Funktion alle 6 Stunden und 12 Minuten ändern. Die Sonne ist der Regulator dieser Funktion, während die Ausrichtung des Mondes mit der Sonne sie maximiert. Das Phänomen der Gezeiten ist auf die Oszillation der kosmischen elektromagnetischen Frequenz zurückzuführen, die das Wasser der Meere eindeutig beeinflusst. Ja, Beispiel 3 von 4. Wer jetzt noch dabei ist, du bist eine Legende. Und wahrscheinlich genauso ein Nerd wie ich. Egal, Beispiel 3. In diesem Beispiel sehen wir den Bereich weiter südlich von Südamerika, nämlich den Südwestatlantik und den Südostpazifik. Der Mond befindet sich in der Neumondphase, in der wir ebenfalls den größten Einfluss auf das Gezeitenphänomen haben, ebenso wie beim Vollmond. Aufgrund der Phase des Mondes befindet sich die Sonne in derselben Konstellation wie der Mond und sie bewegen sich gemeinsam in ihren separaten Spiralbahnen. In unserem Beispiel ist die Sonne in der Nähe des Äquators, während der Neumond weiter südlich liegt, wie wir unten sehen können. Wenn der Mond auf diese Region zukommt, nimmt er die Gezeitenwelle mit sich, die das Ergebnis der Oszillation des vertikalen elektromagnetischen Feldes ist, das die Wassermassen beeinflusst. Wie wir im Quadranten unterhalb des Mondes und im antidiametralen Gegensatz gesehen haben, haben wir ein Hoch in der Oszillation, das Fluten erzeugt, während in den benachbarten Quadranten Ebbe herrscht. Mit anderen Worten, die Gezeitenwelle bewegt sich mit der Bewegung des Mondes und beeinflusst die Tiefen stärker. Im Südatlantik, hier Nummer 1, wenn wir die Struktur des Meeresbodens auf der von der Mondkarte angebotenen Karte betrachten, stellen wir fest, dass es dort keine großen Tiefen gibt, nur flache Gewässer. Im Gegensatz dazu haben wir auf der anderen Seite oder auf der Seite des Südpazifiks, hier Nummer 2, sehr tiefes Wasser und südlich von Südamerika in Richtung der östlichen Pazifikseite, hier Nummer 3, befindet sich eine große Kluft Tiefseerinne. Somit sehen wir, dass die östlichen Küsten Südamerikas, hier Nummer 4, keine große Bandbreite an Gezeitenwellen erhalten, während im Süden Südamerikas, hier Nummer 5, eine sehr große Bandbreite an Gezeitenaktivitäten vorhanden ist, die sicherlich den südlichen Fuego, hier Nummer 6, mehr beeinflusst und den südlichen Lakak weniger beeinflusst, Nummer 7. Ja, Beispiel 4. Aber bevor wir zu dem Beispiel kommen, alle, die jetzt noch hier dabei sind, ich würde euch bitten, das Wort Legende in die Kommentare zu schreiben, dann kann ich euch identifizieren und habe eventuell was Spezielles mit euch vor. Ja, Beispiel 4. In diesem Beispiel steht die Sonne zwischen Westafrika und Atlantis. Der Mond befindet sich im ersten Viertel und liegt 90 Grad oder drei Konstellationen hinter der Sonne. Daher befindet er sich im Indischen Ozean, der sich Ostafrika nähert und dessen Küsten. Wie wir gesehen haben, haben wir es mit einem Quadrat zwischen Sonne und Mond zu tun. Und daher hat der Gezeiteneffekt einen geringen oder sogar Nullbereich. Die Gezeitenzonen werden erneut erstellt, aber aufgrund der minimalen Intensität des elektromagnetischen Feldes in den Phasen der ersten und letzten Quartals beeinflusst es die Gewässer nicht, außer in den sehr tiefen Gewässern und dort sehr wenig. Daher verliert dieses pulsierende elektromagnetische Feld an Intensität, wenn wir die Sonne relativ zum Mond in einem Winkel von etwa 90 oder 270 Grad haben. Mit anderen Worten, es handelt sich um ein pulsierendes elektromagnetisches Feld von wechselnder Intensität mit einer bestimmten dynamischen Form einer spezifischen Frequenz oder Periode. Wenn wir uns die Struktur des Meeresbodens an der Küste von Südafrika, hier die Nummer 1, ansehen, sehen wir flache Gewässer, die die breite Palette der Gezeiten nicht begünstigen.
Im Gegenteil, im Indischen Ozean in Richtung des Arabischen Meeres, hier die Nummer 2, sehen wir einige große Tiefen, wo das Phänomen an anderen Mondtagen intensiv ist. Ja, das soll es zu Ebbe und Flut, zu den Gezeiten gewesen sein. Für mich immer wieder faszinierend, was in dem Buch auftaucht und vor allem, wie viel Sinn das macht. Es ist schwer zu glauben, dass da nichts dran ist. Wenn man sich überlegt, dass auch die Beobachtung von Ebbe und Flut mit der Bewegung von Sonne und Mond als Plasma bzw. elektromagnetisches Feld im Einklang sind, das ist für mich auf jeden Fall immer wieder faszinierend. Ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ist ein bisschen längeres Video diesmal, aber ja, für mich als Nerd hat sich das auf jeden Fall gelohnt, die 4 Bücher von Vibes of Cosmos zu nehmen. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dran. Schaut mal in die Videobeschreibung vorbei, vielleicht mal im Shop, um mich zu unterstützen. Ist natürlich alles ein Kann-Angebot, kein Muss. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.